3:2 Sieg gegen die SG Kröstwitz. Wir haben vor uns stehen den Torik Elias Schütze. Ja, Torik, erste Halbzeit, gehen wir mit 0-1 eher so rum in die Halbzeitpause. Was lief da nicht so? Ja, da haben wir gar keinen Zugriff gehabt. Also es ist irgendwie nie richtig ins Spiel gekommen, keine Aggressivität drin. Und die haben das aber auch gut gemacht, also gut rausgespielt. Irgendwie haben wir die Räume nicht zugekriegt, richtig. In der Mitte war das immer, irgendwie wir sind für 10 Leute gerannt gefühlt. Und ja, weiß ich auch nicht, da hat einfach noch die Aggressivität, die Grundaggressivität nicht gestimmt. Also die, wir brauchen irgendwie so einen Gegner, der uns so ein bisschen hochpusht, so wie irgendwie Rotation oder sowas, da kommen wir dann besser rein. Aber die haben das ganz ruhig gelöst und das war ein bisschen eklig dann für uns. Aber ja, weiß ich nicht, was da los war. Das war dann die Ansage des Trainers zur zweiten Halbzeit? Ja, ziemlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Also, ja, halt einfach hochfahren, Aggressivität hoch und vor allem für den anderen arbeiten. Und dann holen wir uns die Dinger, wenn wir die Zweikämpfe holen, dann passt das. Genau, das lief ja dann noch relativ schnell, sehr gut. Der Adib wurde gefoult, der Timo macht das Ding rein. War das so das Ziel, das schnelles Tor zu machen? Ja! Ja, also nehmen wir natürlich gerne mit, so einen Elfmeter hat der Adib gut gemacht. Und dann haben wir natürlich ein bisschen Rückenwind. So. Man hat dann gesehen, dass die so ein bisschen fickrig wurden dann hinten und dann sind wir drauf gegangen und jetzt kam auch von unten dann ein bisschen die Stimmung hoch und dann war es besser auf jeden Fall. Genau, und dann machst du das 2-1. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, war geil, also hab ich gut erwischt, muss ich sagen. Der Steckpass war sogar ein bisschen lang, habe ich gerade so überlegt. Ah, komme ich vielleicht noch dran, aber dann hatte ich Glück, dass ich ihn irgendwie rüberheben konnte. Das war, ja, also macht man die alle Tage so, aber hat heute geklappt. Also passt. Genau, dann macht der eingewechselte Rob noch das 3-1 und ihr kriegt aber nochmal das 3-2. Warum wurde es dann nochmal spannend? Boah, das ist immer so nach dem Standard, irgend so ein Ding, das kann halt immer reingehen. Und da waren wir irgendwie nebelisch da bei den zweiten Bällen und dann passiert das halt. Aber ja, wir hätten das schon vorher eigentlich dicht machen können. Das Ding laufen so oft frei drauf zu. Dann war es ich oft, der irgendwelche dummen Pässe spielt oder zu schnell abschließt, hat mich angekotzt. Aber ja, gewonnen ist gewonnen, also fast schon. Genau, und nächste Woche dann Striesen, Pokal. Ja. Wollt ihr gewinnen? Das wird nochmal eine andere Kiste, aber ich denke mal, mit der Einstellung, die wir so nach der Halbzeit haben, würde das dann reichen. Oder gegen Marienberg, das war ein gutes Spiel. Das stimmt. Na dann, bis nächste Woche und viel Erfolg. Danke, danke.